Damit herzlich willkommen zurück zu Doom. Dem Verderbnis. Dem Verderben? Dem Verderben? Verderben? Keine Ahnung. Naja. Verschaffe den Zugang zum Satellite System. Was ist denn? Mein Handy vibriert? Achso. Blablabla. Unwichtige. Was ist das denn? Was wollte ich? Wie mache ich das weg? Was ist das? Restart Renderer Thread Called and Renderer It's Not Synced. Mover Game Funk Mover Command has been started with no speed set. Hallo? Es ist irgendeine Konsole, aber ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. Vielleicht ein Cheat-Menü. Interessant. Zugang gestattet. Yeah. Lass mich ein. Willkommen in der Mars-Station der UAC. Mars, ich wusste es doch. In dieser Wertbau- und Forschungsanlage werden täglich die Grenzen unserer Imagination auf die Probe gestellt. Als Angestellter ist Ihre Loyalität nicht nur eine Verpflichtung für die UAC, es ist eine Verpflichtung für die Zukunft der Menschheit. Vielen Dank. Jo, bitte. Eine neue Waffe. Ja, wie lit ist das denn? Richtig lit. Richtig lit. UAC-Angestellte werden regelmäßig medizinisch untersucht, um konstante Produktionskapazitäten sicherzustellen. Achso. Ja, ganz vergessen. Ich wusste doch, ich bin auf dem Mars. Ich wusste es doch. Das ist voll der Mars, Alter. Jetzt geht's wieder los. Ja. Weg mit dir. Bam, stirb. Was ist das denn hier? Yo! Yeah! Das Spiel ist so cool. Okay. Wer möchte noch was? Die Musik ist noch voll am Abfeiern. Das heißt, das müssen noch irgendwo Feinde sein. Oder? Nein. Nein.
Die Musik hört auch nicht auf, das ist der Wahnsinn. Ah, jetzt hat sie aufgehört. Ja, ach so. Ja, geh mal weg hier. Ach so. Arschloch, ich wollte auf meine Daten zugreifen. Auf dem Mars gibt's wohl keine Gesetze, was? Naja. Aber ich wusste doch von Anfang an, dass es der Mars ist. Ich habe doch am ersten Part gesagt, dass das Spiel so rot aussieht und so orange-rot. Das muss doch der Mars sein. Tja. Ihr könnt mir später danken. Ihr könnt mir später danken. Oh. Ihr alles mal wollt. Liegt hier irgendwas? Nö. Perfekt. Das Klettern macht Spaß im Spiel. Das macht richtig Spaß. Hallo? Uncool. Hä? Ha. Hä? Gehe bloß wieder zurück. Hier habe ich irgendwas übersehen. Achso. Hä? Ach, das ist gar kein richtiger Weg, oh. Das ist doch nur eine Abkürzung. Okay. Du Stück Scheiße, Alter. Was soll das, hä? Jumpscare oder was? Wie armselig. Mann, Mann, Mann. Das macht Spaß ohne Ende. Ich sag's euch. Liegt hier irgendwas? Hm? Nein? Okay. Achso, Zugang gesperrt. Was, oh. Ach so, nur Munition. Der macht doch die Tür auf. Na also, geht doch. Ach komm. Was willst du denn? Das war ja richtig schlecht von dir. Okay. Ich glaube, dass es hier was gibt. Ja, das ist gut. Das brauche ich. Oh mein Gott, ja, super. Nimm dir das. Zwei. Buch zwei. Hier brauche ich eins. Was haben wir denn da? Die Automap deckt Erkundungsgegenstände auf. Ja. 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 So. Wir haben auch nur ein extra gefunden, was ein bisschen scheiße ist. Aber, naja. Oh mein Gott. Sieht man hier? Da ist die dritte anscheinend. Da sieht man es ja hier. Die Elitewache. Hier. Müssen wir wieder zurück, aber... Wollen wir das? Nein, nein. Wir haben erstmal gutes Zeug und wir können uns verteidigen. Da müssen wir jetzt nicht wieder zurückkommen. Meine Nase juckt schon wieder so. Ich glaube, ich habe Heuschnupfen. Ey, du Spast. Sag mal.
Da ist ein Sammlerobjekt. Ein Sammlerstück. Hallo? Crouch. Ja, cool. Voll die Easter Eggs. Da ist aber auch irgendwas, oder? Ist das noch versperrt? Ja. Da geht's wahrscheinlich erst danach hin. Es ist ein Geschenk. Nimm es. Es wird dich stark machen. Dir auf deinem Weg helfen. Wenn du den Energiestoß überstehst. Oh, das klingt nach einer Zwischensequenz. Ich mach mal kurz aus. Aha. Maximale Gesundheit. Doch keine Zwischensequenz. Naja, man hätte ja. Ich würde sagen. Gesundheit ist ganz nett. Du hast eben reine Argent-Energie aufgenommen. Sie scheint dir zu bekommen. Ich entsperre die restlichen Argent-Zellen in der Station für dich. Vega, gib ihm, was er will. 61.337 UAC-Angestellte verstorben, 81% der Einrichtung abgeriegelt, Dämonenpräsenz auf der gesamten Anlage extrem hoch. Laut Dr. Haydens Aufzeichnungen begann die Invasion in den Lazarus-Laboren. Offenbar wurde eine Höllenwelle aktiviert, die 64% der UAC-Belegschaft in die Kreaturen verwandelt hat, die jetzt die Anlage bevölkern. Der Rest wurde von den Dämonen getötet, die Olivia Pierce aus ihren Zellen befreit hat. Ich glaube, ich muss mich für das, was hier geschehen ist, entschuldigen. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getrieben. Hm. Olivia ist für all das hier verantwortlich und ich glaube, dass du dich irgendwann um sie kümmern musst. Du hältst vielleicht nichts von unserer Forschung, aber du musst wissen, wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt, weil das im Interesse der Menschheit war. Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist, das ist der Preis für den Fortschritt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Es gab einen Vorfall in der Gießerei. Die Regulatoren wurden zerstört und die Kerntemperatur destabilisiert sich. Sie haben den angrenzenden Bereich überrannt. Sie müssen die Entlüftungsturbinen wieder aktivieren. Eine Kernschmelze wird keiner von uns überleben. Oh, eine Kernschmelze, das klingt ja spaßig. Muss ich jetzt raus? Ja. Finde die Ursache. Abgeschlossen. Ja, war ja klar, dass ich jetzt hier durch muss. Aber wir haben etwas übersehen. Finde 3 versteckte Extras, ja gut. Die sind aber auch versteckt, also die sind wirklich versteckt. Also normalerweise bin ich ja sehr genau. Oh naja, mein Gott. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? Ich habe schon wieder keine Ahnung. Es gibt keinen Timer. Es gab es im alten Programm, im neuen Programm gibt es keinen Timer mehr. Warum man auch immer diesen Timer weggemacht hat. Tja, ich glaube so 10 Minuten vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht auch schon 30 Stunden. So, huch, wir haben ja schon 2020. Naja. Ich hab immer nach Gefühl gehandelt. Töte 3 Besessene mit einem explosiven Fass. Führe 3 Tod von oben Glory Kills bei Besessenen aus. Von oben angreifen. Finde 2 Sammlerstücke. Okay.
Die weitere Analyse des aktiven Prätorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich habe ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Durch Kämpfe kannst du dir Waffenpunkte verdienen. Deine Kampfverwertung. Solange die dämonische Bedrohung in der Hexerei nicht beseitigt wurde. Unsere Sicherheitssysteme lassen sich nicht überbrücken. Ja, okay, dann eben nicht. Oi, wie schön das hier aussieht. Voll postapokalyptisch. Werde ich das überleben? Ich hoffe, ich überlebe das. Sind die dumm? Ey, die sind voll dumm, die machen sich selber kaputt. Was war noch ein Missionsziel? Ziels. Ach so. Ich muss die drei auf einmal mit einem Fass töten. Ich dachte, man kann sie einfach so nacheinander töten. Naja. Ah, okay. Ich muss quasi jetzt der Spur folgen und die Leiche finden. Okay, ich würde sagen, ich habe jetzt das Gefühl, dass es ungefähr so 15 bis 20 Minuten waren. Keine Ahnung. Ich mache einfach jetzt aus. Bis zum nächsten Part. Tschüss.